Jo, liebe Leute, wie ist mir da mit einem weiteren Yugi-Opening? Aktuell gerade das Hauptset Photon Hypernova. Bald werden neue Produkte von Konami erscheinen. Sehr bald. Wir haben schon gut gezogen, gute Secret Rare, School Tutor Rares, aber uns fehlt noch eine Starlet Rare. Vielleicht werden wir jetzt am Schluss nochmal die Chance haben, dass wir da was Gutes ziehen. Das wäre krass. Dann wäre das ein perfekter Abschluss für das Set. Und wenn in Zukunft unsere Videos nicht verpassen wollt, ihr wisst, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein. Gehen wir rein ins Display Photon Hypernova. Schauen wir mal, ob es gönnt. So, welche Seite nimmst du? Ja. Rechts, links? Rechts, nimm mal rechts. Nimm mal rechts, ja. So, ich habe letztens begonnen, das heißt, du darfst heute beginnen. Ja. Und bis jetzt die rechte Seite eigentlich immer besser gegönnt, muss man schon sagen. Ja, man muss sagen, da waren uns viel zu viel. Da ist eine verkehrt. Zähl mal nach, wie hast du? Ich habe 13. Ah. Das gibt's nicht. Ich habe 11. Ja, das könnte nach dir. Ja. So, dann gönn dir, fang an. Hm. Was kannst du daraus ziehen? Schauen wir mal, hoffentlich was Gutes. Markiert oder Wiederverfahren. Ein paar gute Karten. Wow. Wow! Was ist das? Starlet Rare im ersten Booster! What? What? Ich hab's gar nicht gecheckt, aber. Welche Seite war das? Die rechte Seite, erstes Pick. Wow. Richtig schön. Und der Effekt. Boah. Wahnsinn! Und gerade den, was ich nicht aussprechen kann, in Dämmerungsdrachen. Wir haben es auch in einem anderen District gesagt, wenn wir es das erste Mal gezogen haben, die kann auch in Starlet Rare drin sein. Stimmt, fix. Richtig, Alter. Geil. Das Fusionsmonster für die Flamme Deckard ist ja richtig schön, die Starlet Rare. Ja, du Sleeper. Wahnsinn, ne? Aber vor allem mal Sleeper. Ich schau mir sich nochmal an. Da, das ist sie jetzt, also Starlet Rare. Zurzeit gerade aktuell schönste. Die so die Full Art Big Hits, die man bei Yu-Gi-Oh! Ziehen kann. Wahnsinn. Richtig schön. Komplettes Foil. Ja, schauen wir sich die anderen Booster noch an. Ja, die schauen wir sich noch an. Also, das erste Booster, what the hell? Das ist das, was ich mir zwischengelegt habe, ich draufgelegt irgendwie so. Nein. War das, was unter schräg drin ging ist? Nein, das ist das da. Das war aber zweites, okay. Was ich irgendwie komisch war. Das wär heftig gewesen, wenn unten eine liegt. Ja, ja meine Kathi, was ein Wahnsinn. Zieh mal noch. Vielleicht haben wir ein Aero-Display als erstes. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Auftakt. Stark. Zieh mal noch. Lustig ist er. Lustig. Auf einmal. Es geht sich. Auf einmal jeden Booster Starlet. Ja, genau. Gischke Grand, entfesseltes Bösauge. Und. Aber gleich mal hinterher. Ultra Rare. Ich hab noch so einen Goldstolz. Star Leon haben ich wir da mit dabei. 10 mal oder 20 mal ziehen, damit du auf das kommst. Ich nehm nicht auf. Muss ich aber. Ah, ja, ich hab die geschaut. Die muss ich wahrscheinlich 200 mal ziehen oder 100 mal, dass die da hinkommt. Ich weiß es nicht. Stark. Oh mein Gott. Ah. Makita drehen. Das ist First Pack Magic. First Pack, nicht Last Pack, First Pack Magic. Also für alle auch, die nicht so viel Yu-Gi-Oh! Opening schauen und sowas sehen, es ist, also so eine Karte zu ziehen ist, glaube ich, 1 zu 24 oder 1 zu 36 manchmal pro Display. Also zum Beispiel Case. Schon, oder im zweiten Case vielleicht, ja. Also es ist schon ein Gischke Nekrospiegel, Galaxy Beschwörer, Kern des Chaos, den Ninja und Lauren des C. Ich habe es am Anfang gar nicht gesehen. Das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Weil das ist ja auch ein Hit, der halt so auch nochmal mit dabei ist. Und ja, die haben wir selber schon gezogen. Ja. Und Dogmatiker Albasaur. Das ist immer die Starlight, ja. Verdient. 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 Haben wir am Pre-Release und ihr nächstes Song. Und nichts tun. Falls ihr es nicht gesehen habt, schaut euch unser. Wir verlinken euch unser. Wie heißt es? Premium Event. Schaut sich unser Video an. Wahnsinn schön, was wir dazu haben. Ja. Und Yard. Das blühende Patrol Chip. Wahnsinn. Das ist immer so. Fangst mit einem Video an und gleich bam, ballert gleich komplett. Das ist immer so heftig. Ich weiß, ob da. Ah, okay, dem Starlet, restliche Display. Schalten wir auch. Ja, das ist. Nein, das ist zweiter Schaden. Wieso hast du eine Karte? Das ist das umtauscht? Dann wäre es am Schluss gewesen.
Aber ich hoffe, ihr schaut es wieder trotzdem. Weil es können ja noch andere Hits kommen. Numeron Schöpfung. Kreis der Feen. Und Martin! Kastira Theosis. Deswegen also dranbleiben. Wirklich, deswegen dranbleiben. Es kann ja noch schlimmer werden. Ja. Oder nicht schlimmer, besser. Eine richtig starke Secret Rare. Kastira Theosis. Wahnsinn. Mit dabei. Jetzt fehlt noch die drei Taktiken. Also ich ziehe nach. Also ihr seht es, ich probiere mein Bestes, dass ich da an die Karte rankomme. Ja, beste Feen. Vielleicht haben wir ja... Vielleicht ist einfach zusätzlich drin. Vielleicht haben wir ja zwei Secret Rares. Mhm. Vielleicht kriege ich noch einen Stoß der drei Taktiken mit dazu. Dann... Also dann 500 Euro plus abgeschrieben im Thumbnail. Ja. Dann kann ich wirklich mitziehen. Ich gebe mein Bestes. Herz der Karten. Herz der Karten, was gibst du mir? Zieh ich nach und. Ne. No. Das Insekt. Ah. Stark. Die Ausbeute schon wieder. Mhm. Numeranschöpfung, Kastiere-Überlappung und der Abgrunddrache. Ja, ja, die gute alte rechte Seite. Ich hab da zweimal Hobby probiert, links oder andere. Wobei ich sage, da die linke wäre auch nicht so. Ja. Kastiere-Theosis. Aber wenn du weißt, was in der rechten war, willst du die linke dann nicht. Dann willst du die linke nicht mehr. Noch. Ja. Kern des Chaos, feuerfreie Springens und Apophis. Er ist so cool gewesen im Privilege. Sumpfgottheit, ja. Ich habe den immer, ich habe immer Going First gemacht, habe den getrappt, er war in der Memphis dagegen und habe ihn gespecialt. Die hat ja auch 2000. 2200 Def. 2200 Def. Ja. Für so halt Sneak Peek oder Prevent ist das halt extrem. Weil ich bin Going First gegangen, er war in der Mainphase und ich habe dann gleich die Trap aktiviert in seiner Mainphase. Eigentlich ungemein, da muss er mal drüber kommen. Wahnsinn. So. Oh. Da haben wir es. Jetzt sind normale Ultra Rare. Ja. Und können wir auch mal herzeigen, wie das im Vergleich ausschaut. Wie das im Vergleich jetzt dann das Upgrade. Mhm. Weil nicht jede Karte kann eine Starlet Rare sein, sondern es ist immer nur spezielle. Das war jetzt das normale Ultra Rare Foil. Mhm. Und da seht ihr das Starlet. Also, ja, das ist schon auch witzig, dass man gerade die nochmal ziehen hat. Ja. Da bin ich gespannt, jetzt dann neugierig, ob in dem Set dann zwei Secret Rares sind oder sieben Hits. Oder dafür eine Ultra Rare fehlt, deine Mondo, ein paar Asse und was? Was? Tränenklage Kastierer noch hinterher. Also was ist denn das schon wieder für ein Display? Brutal. Das ist halt schon wieder abnormal. Tränenklage Kastierer auch noch in diesem Display mit dabei. Also ich tue wirklich mein Bestes, dass ich nachziehen kann. Ich hab das persönlich genommen. Ah, starkes Ding. Das ist schon wieder. Voila! Sag voila. Und die Mehrung Frauen Kostüm Maßschneider. Wahnsinn. So, wir haben Bio-Insekt Panzer. Wir haben Kern des Chaos. Wir haben den Ninja Tränengage Pelliger. Und. Die Rise hat auch noch dazu. Also, das Spießblitz ist brutal. Das ist doch zusammengelegt. Nein! Das ist doch. Okay, das ist Kastierer Rise hat auch noch mit dabei. Also drei Kastierkarten. Wahnsinn. Wahnsinn. Also, das passiert nicht alle Tage, dass ihr ein Display habt und so gut rauszieht. Also, die haben wirklich halt alles Mögliche an Big Kids, was man von allen Raritäten ziehen kann. So, Bio-Insekt-Panzer. Jetzt haben wir eh schon 6 Hits. Eigentlich hätten wir schon 6 Hits, ja. Und dann noch die Ameise. Das heißt, wir müssten eigentlich. Gar nichts mehr ziehen, ne? Dürften eigentlich nicht. Außer mal schauen, vielleicht haben wir nochmal eine Ultra mit dabei oder stark, eine zweite Secret Rare. Oder schauen. Zweite Starlight. Naja, auf jetzt zweites. Das ist, dann wäre dann. So, wir haben den Tiger Mongo, Gishgineko-Spiegel und den Danaus. Aber es ist halt wirklich interessant, also bleibt doch dran. Dann seht ihr, was man da ziehen kann. Mhm. Ob dann vielleicht doch das Slot was anders übernimmt oder was wegfällt. Ja, das wäre wirklich nice to know. Dann haben wir den entfesselten Bösaugen, Bio-Insekt Panzer, Kreis der Feen, Gischke Kron und wieder das ultimative Großinsekt. Ja. Das habe ich schon gezogen. Dann haben wir da noch Gischke Kron, Numerungsschöpfung, Tränenkage, Chaos, Sinnesenttäuschung und Dogmatiker. Den haben wir auch schon gehabt, Albert Soa. Das haben wir gleich auch schon gehabt, diese. Ja. Dann hier oder was? Keine Ahnung. Wir haben schon geöffnet, die Ding. Galaxy Beschwörer, Kern des Chaos. Und wieder dramatische Geschichte. Und? Ah, das ist doch eine Frechheit, das ist halt die Bomben.
Das ist Wahnsinn. No. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Das ist ein brutales Haar. Und wir sagen noch so. Ich hab's noch gesagt. Wir jetzt sagen noch so, was ist doch. Er hat zu mir gesagt, zieh nach, okay? Ich tu mein Bestes. Ja. Es ist wirklich knapp. Müssten wir euch dann die Battlepreise noch einzeigen, wenn es ein Battle gewesen ist. Aber Wahnsinn. Ja, also das ist wirklich stark. Also auf jeden Fall, die Dings war zusätzlich. Ja, das ist stimmt, die war zusätzlich. Es hat keinen Slot weggenommen. Na. Also Wahnsinn. Stoß der drei Taktiken auch nochmal mit dabei. Also, ja. Es gibt kein besseres Display, ne? Display auf ganz YouTube. Gibt es nicht. Nein. Gibt's nicht. Kann nicht sein. Die besten Ultra Rares, die besten Secret Rares und eine Starlight Rare. Also ja. Das kann keiner toppen. Na. Wo tue ich denn die hin? Das kann ich nicht hin. So, das Last kann. Pack Magic. Ja, das. Wo tue ich die hin? Überleg, ich sag dir, wer das letzte Booster her. Deine Mutter. In deine Mutter. Sage. Und noch Sky Brigade Waffen. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Also das Display ist wirklich. Stell dir vor, du kaufst nur ein Display und hast so ein Display. Wirklich, stell dir vor, ihr kauft so ein Display und habt so eine Ausbreite. Ja. So, Last Pack Magic bei mir. Was können wir da drinnen haben? So, eigentlich nichts mehr. Ein Passe. Bioinsekt Panzer, Feuerfrei Springens. Sag Walla. Walla. Und Goldstoß Nitro Sprenger. Also richtig geisteskrank, diese Ausbeute. Also, ich weiß nicht, habt ihr schon mal wirklich mal bei irgendwem so ein Display gesehen? Also wenn's bitte ja, verlinkt uns den. Ja. Sagt uns das würde ich gerne sehen, auch die Reaction. Also abnormal. Also ja, deswegen haben wir gesagt, dranbleiben lohnt sich. Ja, dranbleiben lohnt sich. Nicht abschalten. Also geisteskrankes Display, was für ein Abschluss von diesem Set. Ja, da kann uns Konami für dieses Jahr schuld sonst nichts mehr. Danke bitte. Nein, wir sind durch. Aber wir werden auf jeden Fall noch so viele Produkte, alles was jetzt neu erscheint, von Konami, von Yu-Gi-Oh! Öffnen, auch Pokémon DCG, viel mit am Start. Also genau, da ist jetzt auch Pre-Release. Da ein Abo da zum Lassen, dass ihr solche geilen Openings nicht verpasst. Und wenn ihr in Zukunft unsere Videos nicht verpassen wollt, wisst ihr, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein.